Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bloodborne. Ich lasse da keine Zeit verstreichen. Wir gehen mal direkt los. Ich habe letzte Runde alles verloren, was ich hatte. Alle Punkte. Kriege ich nicht wieder. Tja. Aber die Stücke, die ich jetzt... Hier. Wo? Warum lebst du noch? Ihr macht nicht lange. Tja, aus diesem Grund probiere ich mal den anderen Weg. Es gibt da noch einen anderen Weg. Na, viel mit Ausweichen spielen. Immer noch. Tja. Die Seite will ich mal ausprobieren, weil hier steht auch ein großer. Mal schauen, wie ich gegen den bestehen kann im Nahkampf. Komm, schlag mal zu, ich will mal deinen Angriff sehen. Nope, nope. Alles klar. Puh. Okay, der hat extrem viele Lebenspunkte. Na, genau das ist das Problem. Komm, hier mal Öl und mal Feuer. Mann, sind die stark. Wahnsinn. Aber ich habe ihn fast gekillt. Ich habe irgendwie das Gefühl, der andere in der Folge 3, der war schwächer. Oder besser gebrannt. Ich weiß es nicht. Bloodborne. Meine Let's Plays. Das Bild, das man am meisten sieht. Nee, ich hau da ja teilweise einen Boost rein, wenn ich da nicht was erzähle. Damit das natürlich nicht ganz so lange lädt. So, okay, das Ganze nochmal. Dieses Mal probiere ich den Dicken nochmal zu töten, weil ich habe das Gefühl, der lässt was Gutes fallen. Wenn er so schwer zu killen ist, muss er irgendwas Gutes geben. Naja, du bist keine große Herausforderung. Nee, ich sterbe nicht. So schnell nicht. So. Da muss man so viel mit Ausweichen spielen, das ist der Wahnsinn. Okay. Nein, ausklappen. Und jetzt blockt er. Kieselstein, den blockt er auch. Komm, geh down. Ich will den jetzt down kriegen. Was tust du da, Mann? Das ist nicht in Ordnung. Ich weiß nicht mal, wie der heißt. In einem Duell stellt man sich normalerweise vor. Komm, mach nochmal einen Sprungangriff. Den kann ich sehr gut umgehen. Nicht übermütig werden, nicht übermütig werden.
Nicht übermütig. Yes. So, du Dicker. Geh mal her. Ich nehme dich mit. Jetzt bin ich getarnt. Seht ihr es? Ich bin getarnt. So, mal schauen, was hier hinten so alles ist. Also ich habe den jetzt getötet für nichts. Sehe ich das richtig? Einfach für nichts. Mann. Nee, hier gibt's effektiv nichts. Nichts. Schade. Tja, ich mach mal das auf. Wir gehen mal hier weiter. Ich bin nicht erwünscht. Das ist mir sowas von egal. Okay, da komme ich da weiter. Und hier. Ach so, von hier bin ich gekommen. Toll, jetzt habe ich eine Runde gerannt. Yay! Aber immerhin wissen wir jetzt, wohin und wo die Karte hinführt und was die Karte eigentlich macht. Und ja, Karte. Also das heißt, ich muss effektiv hier weiter. Ich war eigentlich auf dem richtigen Weg. Bin dann aber, weil ich zu schlicht bin oder das Spiel zu schwierig ist, Betrachtungssache, bin ich dann leider gescheitert. War eine bessere Waffe. Für das brauche ich aber mehr Seelen. Tschüss. Elende Bestie. Okay, hier nochmal mit viel Vorsicht dran. Vorsicht ist anders. Alles eure Schuld! Ich ermahne euer Herr! Ja, ja. Hilfe! Nein! Direkt noch mal einer. Ehrlich. Na! Das war nicht das, was ich wollte. Noch mal einer, von wo kommst du jetzt noch? Ich muss mal ganz zurück. Die lassen nicht locker, hä? Ein bisschen Lebenspunkte. Was ist das? Was ist zu Beginn? Dies? Lass mich in Ruhe. So. Zu Beginn vom Spiel hieß es nämlich, wenn man geschlagen wird und man schlägt zurück, dann kann man ein bisschen Lebenspunkte regenerieren. Bah. Kann ich das eigentlich auch mit meiner Fackel? Ich habe einfach einen extrem schnellen Schlag drauf. Ich probiere das direkt mal aus. Ich frage mich, ob die dann brennen. Brennst du? Nein, es ist einfach ein extrem schneller Schlag. Das ist aber auch nicht allzu schlecht, so einen Schlag zu haben, der schnell ist. Genau sowas. Dir will ich jetzt was ausprobieren. Bin ich zweimal schon im Feuer? Komm noch ein Stück näher, bitte. Der Schuss von dem da hinten, der hätte mich fast getroffen.
Gott? Gott ist nicht hier. Das ist eine gottverlassene Gegend hier. Das klappt so nicht. Oh. Ich schick dich da runter. Damit du mir jetzt nicht im Weg stehst. Dann geh ich da mal hoch und kill die hier kurz. Damit die keinen Unfug machen. Nein. Ihr Monster! Ihr seid nicht erwünscht! Das ist mir sowas von egal, ob ich erwünscht bin oder nicht. Du hast eine große Reichweite, das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Ja, jetzt aber. Molotow nimmt es automatisch wieder raus, wenn man keine mehr hat. Nehme ich wieder rein. Autsch. Schön Quecksilberkugeln. Mit denen kann man dann wohl alles töten. Ich bin froh, dass man die hier killt. Ich durchsuche hier trotzdem nochmal vieles. Bist du der gleiche wie der letzte? Das nimmt mich jetzt doch Wunder. Nee, die sehen definitiv anders aus. Ich bin gespannt, was du für Angriffe hast. Und weg. Oh nein, oh nein, oh nein! Ende. Boah. Ja, jetzt weiß ich, warum der so schnell gestorben ist und der andere nicht, weil das gar nicht die zwei gleichen Gegner sind. Du lebst noch. Die kichern da drin fröhlich. Mann, das Spiel ist wirklich crazy. Hier. Hier. Nochmal alles überprüfen. Es glänzt irgendwie alles. Ich habe trainierte Augen von Dark Souls auf Glitzerdinge. Jedes Mal, wenn es irgendwo glitzert, habe ich so das Gefühl, ah, da liegt was, das kann ich noch aufnehmen. Ist aber effektiv. Du bist klein, wendig und aggressiv. Ich finde das nicht so toll. Und meine Waffe macht nicht genug Schaden, um dich mit einem Hit zu killen. Das finde ich gar nicht gut. Das finde ich gar nicht gut. Molotow. Boah, das sind ja ziemlich viele. Mit einem Hit. Jawohl. Komm. Na. Nein! Ich will nicht sterben. Einfach nicht. Boah. Mann, die Hunde, die sind... So, hier und weiter geht's, endlich. Hier sind wir das letzte Mal gestorben. Das ist unfassbar, wie viele Folgen ich schon gemacht habe und ich bin erst hier. Schon eine Stunde vergangen. Wahnsinn. Himmelherrgott. Na gut, der hat das hier sicherlich verlassen, der Himmelherrgott. Schleich mich mal hier nach hinten.
Warum wir hier sind, weiß ich irgendwie auch nicht. Ja, ich gehe mal da wieder runter. Ich gehe die Brücke noch nicht. Vielleicht kann ich hier irgendwo einen Speicherpunkt tun. Das wäre natürlich richtig schön. Aber das sieht mir hier eher nach einem Dude aus. Dude, wo bist du? Ich dachte, ich hätte alle getötet. Da schleicht aber noch einer rum. Ah. Blutsteinscherbe. Hat sich doch schon... Kann ich hier noch vorbei? Ist das eine gute Idee? Oder ist das keine gute Idee? Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Aus diesem Grund. Ich meine, schaut euch die mal an, da habe ich ein total ungutes Gefühl dabei. Ich feuer mal mit der Knarre drauf und schaue mal, wie viel die fressen. Okay, du bist schnell. Aber du bist sterblich. Wow. Nein. Oh, was ist... Oh, ein heftiger. Okay. Okay, hier unten kann man weiter. Ich sollte aber, glaube ich, nicht hier sein. Ich gehe nochmal hoch. Wir können ja jederzeit wieder hier hin. Kann ich da auch schnell hoch? Aber und ich gehe mal über die große Brücke. Ich will unbedingt wissen, was da ist. Da muss ja eigentlich auch irgendwas sein. Kann ich hier klopfen? Hallo? Nein. Jemand zu... Ja, nett, nicht. Ich kann zwar hoch, aber kann nicht weiter. Kann ich dich kaputt machen? Okay. In der vierten Folge habe ich erlebt, dass man extrem viele Gegenstände kaputt schlagen kann. Nach einer ganzen Stunde, herrlich. Komm, Kieselstein, flieg. Und lock den Mann. Die Bestie. Wow. Mann, bist du stark. Dieses Spiel. Da sollte man schon fast einen Todeszähler einführen, wie oft ich jetzt gestorben bin, insgesamt. Aber ich glaube, das wäre nur deprimierend, wenn ich sowas machen würde. Deswegen lasse ich es lieber sein. Und ich mache jetzt mal auf Nummer sicher. Ups. Weg mit dem Schild und zack. Zack die Zack. Weg! So, ich will aber meine Punkte wiederholen. Ich will die nicht verlieren. Die muss ich wieder haben. Ja, aber da gibt es wieder so kritische Stellen, wo ich nicht richtig durchkomme.
töte auch dich nochmal. Einfach wegen den Echo-Punkten oder wieder. Oh, genau, scheiße, du ja. Ja, das schlechte Gedächtnis wird bestraft. Direkt bestraft. Der ist nicht da. Okay. Tja, aber ob ich mich der Meute da nochmal stellen kann, das weiß ich noch nicht. Wenn ich muss hier wieder mal Pause machen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Bloodborne. Bis dann.